Am 1. August 1944 brach der Warschauer Aufstand im besetzten Warschau aus. Kurz nach Ausbruch des Warschauer Aufstands wurde auf Befehl Heinrich Himmlers die im Wesentlichen aus SS-Einheiten und Abteilungen der Ordnungspolizei bestehende Kampfgruppe Rheinefahrt zum Sturm auf den von der polnischen Heimatarmee besetzten Stadtteil Wolle angesetzt. Im Laufe der Kämpfe kam es, vor allem zwischen dem 5. und 7. August, neben brutalen Übergriffen vielfach zu Massenexekutionen der Bevölkerung. Die Zahl der in diesen 3 Tagen ermordeten polnischen Zivilisten wird auf etwa 40.000 geschätzt. Die von Adolf Hitler angeordnete Aktion sollte den Kampfwillen der polnischen Truppen brechen, ihnen den Rückhalt der Bevölkerung entziehen und so den deutschen Einheiten erwartete Verluste im Häuserkampf ersparen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Das Wolle-Massaker war gemessen an der Opferzahl das größte Kriegsverbrechen auf europäischem Boden im Zweiten Weltkrieg. In Wolle wurde vor allem die Kampfgruppe Rheinefahrt unter ihrem Kommandeur Heinz Rheinefahrt eingesetzt. Sie bestand aus etwa 6.000 Mann und umfasste zum Teil kampferprobte und bereits in der Vergangenheit durch ihr brutales Vorgehen auffällig gewordene Einheiten der SS. Kern der Gruppe war die berüchtigte SS-Sondereinheit Dirlewanger des vorbestraften SS-Standartenführers Oskar Dirlewanger, die aus 2 Bataillonen bestand und für diesen Anlass aus der polnischen Stadt Elk angefordert worden war. Am 4. August 1944 wurde seine Einheit mit rund 1.900 Insassen der SS-Strafvollzugsanstalt Danzig-Mazkau aufgefüllt und ihre Bezeichnung in Sturmbrigade geändert. In den folgenden Tagen wurden Dirlewanger weitere 600 Mann sowie noch ein 3. Bataillon, das 2. aserbaidschanische Bataillon Bergmann, zugeordnet. Der 2. Gruppenteil der Rheinefahrtgruppe bestand aus Einheiten der Ordnungspolizei, die aus Posen abgezogen worden waren. Zu den Einheiten des SS-Obergruppenführers Erich von dem Bach-Zelewskis gehörten diverse kleinere fremdvölkische Verbände, in denen Russen, Kosaken, Turkmenen und Aserbaidschaner dienten. Heinrich Himmler hatte, dem Wunsch Hitlers folgend, Anweisungen gegeben, gegenüber Kombattanten und Zivilpersonen keine Gnade walten zu lassen. Mithilfe von Terrortaktiken sollte der Wille der polnischen Aufständischen gebrochen werden. Da machte mich Rheinefahrt auf den deutlichen Befehl Himmlers aufmerksam. Das erste, was er mir sagte, war, dass man keine Gefangenen nehmen dürfe und jeden Einwohner Warschaus totschlagen sollte. Ich fragte, Frauen und Kinder auch? Worauf er antwortete, ja, Frauen und Kinder auch. Rheinefahrt richtete seinen Befehlsstand an der Eisenbahnüberführung an der Wolskastraße ein. Ihm standen am Morgen des 5. August 1944, welcher später als Schwarzer Samstag in die Geschichte eingehen, rund 5.000 Soldaten zur Verfügung, um die Gruppen der Aufständischen in Wolle auszuschalten. Am ersten Kampftag verlor die Heimatarmee in Wolle 60 Soldaten, die deutschen Truppen lediglich 6. Umso blutiger gingen die Deutschen gegen Zivilisten vor, insbesondere gegen Frauen, Kinder und Alte. Auf der nun teilweise eroberten Wolskastraße wurden auf der Länge 1 Kilometers die Bewohner aus ihren Häusern getrieben und teilweise sofort exekutiert. Andere wurden in großen Gruppen westwärts zum Gelände der Ursuswerke getrieben und dort erschossen. Nach einer Aufstellung der polnischen Hauptkommission zur Untersuchung der Nazi-Verbrechen in Polen wurden so alleine entlang der Wolska am 5. August 1944 mindestens 10.000 Zivilisten durch Genickschuss hingerichtet.
Dillewangers Männer drangen in zwei in Wola gelegene Krankenhäuser, das Wola-Krankenhaus in der Ulica Płocka und das St. Lazarus-Krankenhaus in der Ulica Leszno ein und ermordeten auch hier rund 1000 Patienten sowie das Pflegepersonal. Reinefahrt beschwerte sich unterdessen bei seinem Vorgesetzten Vormann, dass die ihm zugeteilte Munition nicht ausreiche, um alle gefangenen Zivilisten zu erschießen. Aufgrund der hohen deutschen Verluste beim Vorgehen gegen die energisch verteidigten Barrikaden der Aufständischen setzten Reinefahrtseinheiten zunehmend gefangene Zivilisten als menschliche Schutzschilder ein. Gruppen von bis zu 300 Polen, häufig Frauen und Kinder, mussten vor deutschen Kampffahrzeugen herlaufen. Andere bildeten lebende Wälle, hinter denen deutsche Infanteristen Deckung nahmen. Wieder andere wurden während der Kampfhandlung zum Räumen der Barrikaden eingesetzt. Am Abend des 6. August 1944 befahl von dem Bachzelewski aus taktischen Gründen die Einstellung der Plünderungen sowie der Erschießung von Frauen und Kindern. Die Gewaltexzesse der beiden Kampftage drohten die Disziplin der Truppe zu zerstören. Außerdem erkannte er, dass die erhoffte Wirkung der Terrormaßnahmen nicht eintrat. Frauen und Kinder sollten von nun an nicht mehr vor Ort getötet, sondern in Lager gebracht und dort von speziellen Einsatzgruppen ermordet werden. Männliche Zivilisten in Wola waren auch weiterhin hinzurichten. Diese Erschießungen wurden überwiegend von der Truppe des Hauptsturmführers Alfred Spilka, dem Einsatzkommando der Sicherheitspolizei der Kampfgruppe Reinefahrt durchgeführt. Am 7. August erhielten die deutschen Truppen Unterstützung von zwischenzeitlich herangeführten Panzereinheiten. Auch jetzt noch mussten polnische Zivilisten als Schutz vor den Fahrzeugen hergehen. Mehrere hundert gefangene männliche Zivilisten mussten Barrikaden räumen, bis sie im Anschluss in den Mirow-Hallen erschossen wurden. Erst am 12. August folgte der Befehl, auch männliche Zivilisten nicht mehr zu erschießen. Von dem Bachzelewski befahl, solche Gefangene nunmehr in Konzentrations- oder Arbeitslager zu schicken. Angehörige der Heimatarmee waren von dieser Regelung ausgenommen. Zudem wurde ihnen kein Kombattantenstatus zuerkannt. Das Ziel der deutschen Führung, durch die Verübung von Gräueltaten die Warschauer Bevölkerung gegen die Aufständischen aufzubringen, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil, die zu Beginn des Aufstands zu großen Teilen eher skeptischen Einwohner Warschaus stellten sich nun hinter ihre Heimatarmee, da ihre Truppen den einzigen Schutz vor den hemmungslosen Übergriffen der Deutschen zu bieten schienen. Aus diesem Grund flohen Zehntausende der Bewohner Wolas in die von der Heimatarmee besetzten Stadtteile. Die Unterstützungsbereitschaft für die AK-Truppen wuchs von Tag zu Tag, wodurch der Kampfgeist der polnischen Soldaten gestärkt wurde. Der massenhafte Zuzug von Bewohnern führte allerdings auch zu einer Verschärfung der Versorgungsprobleme in den besetzten Gebieten. Eine weitere Folge der Massenmorde in Wola war das an Brutalität zunehmende Vorgehen der polnischen Soldaten. So wurden in den folgenden Wochen insbesondere fremdländische Soldaten, welche den Deutschen halfen, nicht gefangen genommen, sondern sofort exekutiert. Das betraf auch Einheiten, die nicht an den Erschießungen in Wola teilgenommen hatten. Außerdem gingen die Soldaten der Heimatarmee dazu über, SS- und Polizeiangehörige zu erschießen. Ausschließlich Angehörige der Wehrmacht wurden zu Auslieferungszwecken gefangen genommen.
Unter diesen Umständen und auch wegen der zähen Häuserkämpfe waren die Verluste der Deutschen sehr hoch. Von dem Bachzelewski schätzte später die Zahl der gefallenen deutschen Soldaten auf 17.000. Dazu kamen noch 9.000 Verwundete. Die im Verhältnis hohe Gefallenenquote lag seiner Meinung nach an den kurzen Kampfentfernungen in Verbindung mit der Treffsicherheit der polnischen Kämpfer. Die deutschen Verluste während des Aufstands waren in etwa so hoch wie die beim gesamten Septemberfeldzug im Jahr 1939. Am 8. August 1944 wurde ein aus verhafteten Polen zwangsrekrutiertes Verbrennungskommando gebildet, das die zu Leichenbergen gestapelten Ermordeten verbrennen musste. Die verantwortliche SS-Leitung wollte so neben der Vorbeugung gegen Seuchengefahr gleichzeitig die Spuren der Massenmorde vernichten. Die rund 100 Mitglieder jenes Verbrennungskommandos wurden nach Beendigung dieser Aufgabe, etwa Mitte September 1944, weitgehend liquidiert. Am 1. Juni 1945 wurde Oskar Dielewanger von alliierten Truppen verhaftet. Er starb am 7. Juni 1945 in einem französischen Gefängnis. Erich von dem Bachzelewski wurde einige Jahre nach dem Krieg zwar verurteilt, jedoch nie für seine Beteiligung am Wola-Massaker zur Rechenschaft gezogen. Er starb 1972 im Gefängnis. Auch Heinz Reinefarth wurde für seine Taten in Wola nie zur Verantwortung gezogen. Er konnte sogar eine beeindruckende, einmalige Nachkriegslaufbahn einschlagen. So wurde er Rechtsanwalt und bald auch Bürgermeister der Stadt Westerland sowie Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Ermittlungen gegen ihn wurden ohne Anklage eingestellt. Reinefarth starb 1979. Kein an den Massakern in Wola beteiligter Deutscher oder in deutschen Diensten stehender Soldat wurde nach dem Krieg in der Bundesrepublik Deutschland für seine Verbrechen belangt.